Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute reagieren wir auf Thunfisch-Aesthetics. Ich kenne ihn tatsächlich nur so ein bisschen vom Hören, weiß nicht, was für einen Hintergrund er hat. Aber er fängt an mit Steroiden. Das ist schon mal eine super Entscheidung, kann ich keinem empfehlen. Mit dabei Max Matzen, der Chef des Jahres. Weißt du, woher ich Thunfisch-Aesthetics kenne? 2019. Auf der FIBO. Ich stehe da morgens am Stand und wir können da nicht weg. Und ich habe kein Nasenspray. Ich hab eine Insta-Story gemacht, wer bringt mir Nasenspray? Und er stand tatsächlich bei uns am Stand und hat mir dreimal Nasenspray mitgebracht. Oha. Ja, deswegen, eigentlich Ehrenmann, dann hat er ein bisschen Faxen gemacht und wir haben ein bisschen Streitereien gehabt. Aber schauen wir mal, ob der Liebe jetzt was Sinnvolles vorhat oder nicht. Von wem wird er gecoacht? Ich glaube, das weiß ich nicht. Aber an einem Punkt störe ich mich jetzt schon in diesem Video, ohne dass ich es gesehen habe. Jetzt kommt's. Der Titel, diese Steroide nehme ich ab heute, impliziert, dass es mehr als ein Steroid ist. Oh, ja. Und er ist wirklich netti. Ja, ich weiß. Ich habe mir mal seine Form angeschaut. Er ist halt dünn, ne? Ja. Machen wir mal Start. Ist und jetzt die Aufnahme gestoppt? Und so langsam ging halt auch so der Puls hoch. Doch, das kriegt dein Ding. Dann hatte ich diese Spritze. Warte mal. Nee, ist schon noch da. Ja? Müsste da sein. In der Hand mit der Nadel, die dann in meinem Oberschenkel landen sollte. Herzlich willkommen auf dem schlechtesten Fitness-YouTube-Kanal Deutschlands. Heute reden das kann wir so unterschreiben. Wohl oder übel über die mit schwerste Entscheidung in meinem bis dato relativ jungen Leben. Ich habe mir einen Eiweiß-Shake zurecht gemacht. Macht euch was zu essen. Stellt euch alles zum Verzehren bereit, gönnt euch ein bisschen Hühnchen mit Reis, genießt die Show. Ich gehe nachher noch Arme trainieren, das war auch noch im Video, als mein erstes Training, als nicht mehr naturaler. Kleiner Disclaimer, das ist natürlich alles rein hypothetisch und so, das will ich natürlich nur tun, wenn ich die Möglichkeit hätte, das in einem Land zu tun, wo das natürlich vollkommen legal ist. Wir wollen auf gar keinen Fall davon ausgehen, dass so etwas wirklich passiert ist oder passieren sollte, weil in Deutschland ist das natürlich illegal und keiner von uns macht so etwas. Ich bin nicht mehr natural. Wollen wir vorneweg anfangen mit der Story, wie es zu der ersten Injektion kam? Mir war schon sehr bewusst, dass das halt alles jetzt ernst wird. Ne? Einmal eine Grundstory. Ich bin halt zu einem Freund da hingefahren, der halt schon ein bisschen erfahrener ist in den Vitamin B12 Injektionen. Vitamin B12. Dann bin ich halt hingefahren und so langsam ging halt auch so der Puls hoch und Raucher kennen das so, wenn halt Stress vorhanden ist, dann raucht man eventuell ein bisschen mehr. Das ist mir dann halt auch passiert und ich bin dann halt angekommen. So, wir haben uns erstmal hingesetzt, haben ein bisschen gequatscht. Und so, ja. Er hat übrigens nicht so eine richtig gute Ausgangslage. Weil, also ich weiß nicht viel von ihm, aber ich weiß, dass er Raucher ist, säuft und eigentlich jeden Tag nicht nach Plan ist. Okay, ich habe tatsächlich da keinen Einblick. Das ist so mein letzter Stand. Und dass er dabei immer ganz gut in Form ist, das muss man ihm lassen. Mhm. Aber er ist kein Athlet, der in der Vergangenheit mit übermäßig viel Disziplin geglänzt hat. Mehr so jemand, der sagt, man sollte das nicht so ernst nehmen, man muss auch ein bisschen Spaß bei der Sache haben und so. Was ich voll unterschreibe, was aber schon kritisch ist, wenn man sich jetzt dazu entscheidet, Steroide zu nehmen. Ne? Definitiv. Aber also ganz kurz, er ist zu einem Kollegen gefahren. Aber ich bin das schlechteste Beispiel. Ja, du bist. Bei mir ist halt der Zug einfach schon abgefahren. Ja. Er fährt zu einem Kollegen, um sich dort seine Injektion zu geben. Hast du das damals auch so gemacht bei deiner ersten? Oder hast nee, meine erste Injektion habe ich selber gemacht. Ja, ich auch. Was mal anfangen. So mit dem, was mal anfangen war. Weiß so. Ich gar nicht. Alles klar. Nee, habe ich nicht. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen. Vitamin B12 hatte ich natürlich auch schon bereits. Aber ich weiß noch meine erste Injektion. Aufziehen, Nadel runter, Nadel zum Injizieren drauf. Man braucht natürlich zwei Oberschenkel desinfiziert. Vorher natürlich. Ich habe auch das erste Mal in den Oberschenkel injiziert. Ja, weil es leicht zu. Weil du halt rankommst, kannst dich hinsetzen und so. Kann ich nicht empfehlen. Nee. Ist echt ekelhaft. Es ist auch jetzt so, nach ein paar Jahren, würde ich sagen, ist Oberschenkel immer noch die ekeligste Stelle zum Injizieren, oder? Ich habe noch nie Stoff. Einen Oberschenkel injiziert. Okay, nie. Mach's auch nicht. Es ist wirklich scheiße, weil du injizierst seitlich und da ist einfach die Sehnenplatte und du stichst quasi durch eine Sehne durch. Ja. Das ist einfach maximal ekelhaft und du hast sau viele Nerven im Bein und so. Also ich würde jetzt sogar sagen, eine Bizeps-Injektion ist angenehmer als eine Beininjektion. Und Oberschenkel katert immer. Immer, oder? Ja. Also das ist schon. Aber ich verstehe jetzt, du hast halt beide Hände frei, du kannst dich hinsetzen und so, aber. Ich auch
die Dings, die Kappe desinfiziert, damit man sich gar keine fremden Bakterien oder sowas reinschießt. Und dann hatte ich diese Spritze in der Hand mit der Nadel, die dann in meinem Oberschenkel landen sollte. Oberschenkel deswegen, weil man es halt einfach sieht. Klar kann man halt auch andere Stellen nehmen, aber das stimmt. Wir haben uns jetzt, ich habe mich für den Oberschenkel entschieden. Oberschenkel hat halt den großen Nachteil, da laufen extrem viele Gefäße durch. Wenn du die triffst, ungeil. Wenn du Nerv triffst, noch ungeiler. So ein Shaky, so weil du dein Bein wegzuckt, ist auch nicht geil. Und ich kannte natürlich ein paar Horror-Stories von ein paar anderen Leuten, die eventuell auch schon mal die Problematik hatten, dass sie einen Nerv getroffen haben. Und ein Nervtreffen ist alles, aber nicht geil. Absolut nicht geil. In der linken Hand die Nadel, ich bin Linkshänder, so. Und die rechte Hand. Die Hintergrundmusik hört sich an wie von WoW oder so. In so einem Menü. Da hat der Oliver Katz ganze Arbeit geleistet. Ungeil. Und von da an war dann so ein bisschen so, okay, fuck it. Glaube ich. Also einfach, wie gesagt, Oberschenkel vorher desinfiziert, Nadel nicht angefasst, alles steril und ich die dann so zu drei Viertel reingeschoben. Er guckt mich an und meint so, ja, die muss schon ganz rein. Und die muss halt auch ganz rein. Und ich sie dann ganz reingeschoben. Er greift dann vorsichtig halt dahin und drückt halt langsam das Zeug rein und da war dann so. Nicht aspiriert. So, aber ich habe halt gar nichts gemerkt. Also die Nadel ging rein und danach. Also ich habe gar nichts gesehen. So, lieber Thunfisch, ich empfehle dir, mein Spritzenvideo anzuschauen auf meinem Kanal. Mal gerade wenn du ins Bein injizierst, ja, sollte man aspirieren. Ja. Förmlich er sagt ja mit den Gefäßen. Bevor er das Zeug reingedrückt hat, hat er natürlich aspiriert. Oh, okay. Ganz, ganz wichtig. Nicht, dass man halt wirklich sich Zeug in die Venen ballert. Das ist nicht geil. Wie gesagt, man merkt, da kann einiges schieflaufen. Ne? Wenn man nicht steril arbeitet, kann man sich einen Abszess holen. Wenn man eine Vene trifft, kann man sich Scheiße reinfeuern, so. Wenn man einen Nerv trifft, kann Scheiße passieren, so. Und da sind wir noch gar nicht bei den Nebenwirkungen von dem Vitamin B12 angekommen. Nadel raus, Alkoholpad drauf und dann langsam einmassiert. Und ich war halt die ganze Zeit so, du musst doch was merken, du musst doch was merken. Und im Moment ging so mein Kreislauf runter, mir wurde so langsam übel und ich war so, hast du Wasser? Bruder, hast du ein bisschen Wasser für mich? Ich dann ein bisschen Wasser getrunken, blieb dann noch ein bisschen sitzen. Ich saß da richtig ehrenlos, mit Hose in den Knien, auf der Couch und war so, okay gut, ist ja jetzt nicht mehr natural. Und dann halt auch so ein bisschen weiter geschnackt und dann bin ich jemand gegangen und dann wieder nach Hause gefahren. Und bei dem kompletten Weg, ich habe halt nichts im Oberschenkel gemerkt. So einfach gar nichts. Ich hoffe, ich bekomme wirklich keinen Kater. Was natürlich auch noch kommen kann, man kann auch Droid-Kater bekommen. Dementsprechend bin ich jetzt nicht mehr natural. Aber ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen Flashbacks. Also ich war todesaufgeregt das erste Mal und so. Ich habe 30 Minuten gebraucht. Und es ist auch echt ekelhaft, gerade Oberschenkel und so. Aber es ist erschreckend, wie schnell einen das nicht mehr juckt, ne? Ja. Wobei meine zweite Injektion, die habe ich damals bei meiner Ex-Freundin gemacht, ich habe ewig gebraucht, auch für die zweite. Also ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob das meine erste oder meine zweite war. Irgendeine hat meine Ex-Freundin damals in meinen Arsch gemacht. Da lag ich einfach so flach auf dem Bett. Und das war das Ekelhafteste ever. Und seitdem, ich hasse es, wenn mich jemand spritzt. Also ich mache das tausendmal lieber. Ich auch. Selber. Also so Latz ist okay, wenn jemand macht, aber alles andere, ich mag das gar nicht, wenn das jemand macht. Was hast du die nächste Zeit noch so gibt? Wir kommen sofort zum Stack. Ich nehme noch mal einen kleinen Schluck von meinem wunderschönen Hydrolysat. In Kirsche ist das von den Penotschischen wirklich krass. Einmal zensieren. Dann machen wir uns mal eben kurz darüber sprechen, was ich eigentlich nehme. Und zwar habe ich natürlich sehr kompetente Beratungen zu meiner Seite. So, ich habe ein Blutbild vorher gemacht. Das liegt auch da vorne irgendwo. Ne? Also Blutbild habe ich gemacht. Ich habe sehr kompetente Beratung bei meiner Seite. Ich werde auch in Zukunft weiterhin Blutbilder machen und ja, macht so einen Scheiß bitte auf gar keinen Fall nach. Das ist keine Anleitung, das ist keine Einleitung, das ist keine Aufforderung für euch, sowas zu tun. Kam Erdems Video zuerst? Dritter, ich weiß es nicht. Weil er hat ja einfach gerade 1:1 Erdem zitiert, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Aber Erdem hat es auch schon in seinem vorigen Video gesagt, also dementsprechend bestimmt. Macht so einen Scheiß auf gar keinen Fall. In einer Welt, in der das legal wäre. Da würde ich Testosteron-Propionat nehmen. Hat den Hintergrund, dass ich einfach meinen Spiegel, also Testosteron-Propionat hat den Vorteil, dass es schneller da ist, schneller raus ist, wenn du Nebenwirkungen hast und von der Halbwertszeit relativ entspannt ist. Mit Enantat hat man meistens immer ein bisschen mehr Probleme. Also Propionat ist ein bisschen kürzer vom Ester her, Enantat ist ein bisschen länger vom Ester her. Und dementsprechend muss man es aber auch öfter injizieren. Ich werde jeden zweiten Tag injizieren müssen. So.
zur Dosierung von dem Zeug. Würdest du das so unterschreiben, dass man weniger Probleme mit Testosteron-Propionat hat, wenn man das alle 2 Tage injiziert, mhm, im Vergleich mit Testosteron-Enanthat? Mhm. Eher ganz im Gegenteil, ne? Ja. Vor allen Dingen hast du bei alle 2 Tage Propionat ganz schön Spiegelschwankungen. Ja, Mann. Eigentlich sollte man das schon jeden Tag dann nehmen, ne? Das hättest du dir leichter machen können. Vor allen Dingen muss er ja auch einfach viel mehr spritzen, ne? Ja, und das ist teurer. Pro ml. Guck mal, der muss jetzt, der wird, ich glaube ich, wahrscheinlich 1 ml jeden 2. Tag spritzen. Ja. Und sonst hat er quasi fast alle 1 ml die Woche so gefühlt. Ja. Das ist schon ein Unterschied. Würde ich nicht machen. Als nee, würde ich auch nicht. Er hat recht mit, es ist schneller wieder draußen, das stimmt, wenn er Probleme hat. Ja, super. Aber ich meine, es ist nicht so wie ein Steroid, sondern wenn du das raus, musst du ja trotzdem noch absetzen. Also nützen tut dir das auch nichts, weil du hast ja nicht weniger Probleme, wenn dein Testosteron schneller auf Null ist. So, ne? Erde um die 200, 250 lang. Eine Sekunde, ich rechne es eben aus. 3,5, also jeden 2. Tag, 3,5 Mal pro Woche. Mal die Dosierung, mal die Milliliter. Angabe, ich werde bei 260 Milligramm pro Woche lang. Und das wäre dann. Hätte er einfach schön eine Meldetesto die Woche ballern können. Ja. Testosteron Propionat, 260 Milligramm pro Woche. Ihr merkt, das ist nicht so viel. Also, das ist das, was so alle Leute euch immer verkaufen wollen als TRT, also als Testosteronersatztherapie. Aber ganz im Ernst, möglichst wenig nehmen und dafür möglichst große Resultate rausbekommen ist aktuell meine Devise. Dennoch wollen wir Resultate haben. Da hat er recht. Wir wollen vernünftige Resultate haben und wir wollen diese Resultate möglichst schnell haben. Und da kommen wir zu der zweiten Komponente. Was? Er nimmt jetzt schon 2 Komponenten? Er fängt doch gerade erst an. Ja, ist richtig. Und zwar kommt jetzt ein Klassiker zum Einsatz, den ich tatsächlich vorgestern oder so in meiner Instagram-Story noch geflamed habe. Aber nicht, weil er an sich kacke ist, sondern weil er meistens missbraucht wird oder zu lange gefahren wird oder in zu hohen Dosierungen gefahren wird und so weiter und so fort. Diana, das zweite Komponente würde ich Dianabol dazu. Ach komm, halt so die klar. Fresse. Es war so klar. Ich hatte schon im Kopf, na, dann du so Dianabol. Ich so, ja. Oh, come on. Oh, Mann. Wie Kickstart. Digga, wo hat er seinen Plan her? Aus dem Team Andro-Forum 2003 oder? Och, Mann. Oh, Digi. Lass das Dianabol weg. Oh, lass das Dibol weg, mach das Propi. Das ist halt einfach nur dumm, aber das ist ja deine eigene Schuld. Aber das wird schon funktionieren und 260 die Woche ist okay. Ne? Da wird schon gut was passieren, aber das Dianabol, das ist einfach nur dumm. So, der weiß nicht, ob er anfällig ist für eine Gyno. Das kannst du dann gar nicht testen. Ne? Oh Mann. Milligramm am Tag, ich weiß, ist ziemlich lebertoxisch, deswegen mache ich den Scheiß nicht lange, um genau zu sein. 4 bis 8 Wochen. Digga, es ist halt Wochen echt typisch Team Andro, ne? Wahrscheinlich eher 4 bis 6 Wochen als Kickstart. Kickstart in Anführungszeichen. 3 Mal am Tag, jeweils nach einer Mahlzeit. Und das dann halt so zum Einschieben einmal verwenden. Und dann 10 Milligramm? Halt raus und das wird dann halt ich hab die Dosierung nicht gehört. Pass auf. Er nimmt 3 Mal am Tag 10 Milligramm, 30 Milligramm am Tag, ja. Ja, 7 mal 3, 210. Er hat 210 Milligramm Dianabol und 260 Milligramm Testo in der Woche. Ja. Digga, das ist nicht schlau. Nee, definitiv ist nicht. Ist wirklich nicht schlau. Auch erstmal nicht mehr angefasst. Das war mein Stack. Das war das, was ich fahren will. Das ist doch kein Stack, würde Kaibach sagen. Können wir das bitte einblenden? Ich habe gerade meine erste Kur hinter mir mit 250 Testo-Enanthat. Mensch, Junge, da hast du ja ganz schön zugeschlagen. Ich hoffe, ihr mögt das, dass ich mal so ein bisschen ernster über. Bei Heiko kriegen übrigens so Leute, die das erste Mal in ihrem Leben Steroide nehmen, so gerne mal 100 Milligramm Dianabol in der Woche. Und 750 Testo. Das habe ich jetzt schon öfter mal gesehen. Das sollte man natürlich auch nicht machen. Aber ja, was sagen wir jetzt dazu? Ich schätze ihn so einen erst von Grund auf ziemlich leaner Typ. Ja. Also er wird jetzt nicht unbedingt Wasser ziehen. Ich denke nicht, dass er Gyno-Probleme kriegen wird. Obwohl man sich da manchmal wundert. Ich meine, er wirkt schon so ein bisschen androgyn. Also Bartwuchs sehe ich da jetzt nicht so. Also es könnte schon sein, dass er vom Typ her vielleicht doch zu Gyno neigt. Na? Gut möglich, ja. Vielleicht. Mm. Aber ich,
Also das Dianabol würde ich halt wirklich weglassen. Das ist halt dumm. Das kann halt natürlich funktionieren. Ne? 30 Milligramm Dianabol ist auch tatsächlich nicht so wenig. Ne? Mehr als 50 Milligramm Dianabol würde ich auch einem Profi nicht geben am Tag. Ja, das Ding ist aber, wenn du jetzt, er macht so einen Kickstart mit 30 Milligramm Dianabol 4 bis 8 Wochen lang, so, dann hat er die Wirkung vom Testo und Dianabol, dann geht er mit dem Dianabol runter und dann hat er wieder weniger Wirkung. Ja, eigentlich. Normal. Es ist ja eigentlich... Nein, das ist Quatsch. Vor allem selbst das Propionat, da hast du nach 3 Tagen gefühlt, merkst du das schon. Ja. Also spätestens nach der 3. Injektion hat er auch mit dem Propionat schon Spiegel, dass das merkst. Du musst ja auch so sehen, er hat ja noch seine natürliche Testosteronproduktion. Da kommt das Propia erstmal on top, bis die eingeschlafen ist und so. Also der Kickstart ist völlig unnötig. Da wird er höchstens 3-4 Kilo Wasser ziehen. Ja. Machen wir weiter hier. Und auch mal so ein bisschen erste eine Thematik beleuchtet, weil das ist halt wirklich kein Spaß und das sollte man sich auf jeden Fall entscheiden, wenn man sich der gesamten Sache bewusst ist. Von daher, für mich geht es jetzt Pre-Workout-Meal machen, Tasche packen und dann ab ins Abendtraining. Der letzte Tag von meinem 5er-Split. Morgen ist dann Rest-Day und übermorgen geht es dann ins Push-Training. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Viel Spaß beim weiteren Video. Ja, ich würde sagen, das gönnen wir uns jetzt nicht, ne? Nee, das ist Abendtraining. Also, wir halten fest. Was halten wir fest? Er hat sich informiert vorher. Ja, nur ein bisschen. Bei den falschen Quellen. Ja. Aber er hat sich informiert. Ich denke, er hat auch ziemlich viele Videos von mir gesehen. Aber ja, das Ding ist, also ich realistisch denke ich, dass das ganz gut gehen wird. Ja, und dass er nicht so viele Probleme haben wird, aber es ist halt einfach ein bisschen unnötig. Ja. Gerade wenn er von der Herangehensweise ist, wir nehmen möglichst wenig und so. Und dann nimmt er gleich einfach mehr. Ja, du musst ja auch Milligramm für Milligramm ist Dianabol ja auch viel stärker. Ne, 30 Milligramm Dianabol kannst du nicht mit 30 Milligramm Testo vergleichen. Nee. Das wäre eigentlich so, als würde er seine erste Kuh jetzt 750 Testo schießen. Okay, krass. Ja, oder guck mal, er hat jetzt 500 Milligramm in der Woche kombiniert. Ja, stimmt. Und Dianabol ist ja mindestens doppelt so stark, Milligramm für Milligramm. Ja, ja, ja. Okay. Und das ist eigentlich way too much. Definitiv. Also doch nicht so wenig, eher mehr als gedacht. Also ich denke, er wäre besser beraten, wenn er 100 Propi jeden zweiten gemacht hätte oder einfach... In der Tat. Oder in der Tat, meinetwegen. Ja, einfach Montag, Mittwoch, Freitag, 100 Milligramm und fährst du gut mit. Alright. Gut. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann checkt jetzt auf Max seinem Kanal die Reaction zu Erdems Off-Season Stack ab. Das ist nämlich mal ein richtiger Stack. Das ist ein richtiger Stack, genau. Und Glocke aktivieren, Video kommentieren, liken, abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.